Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Live in the Woods. So, ich höre unten eine Spinne und ich möchte die gerne zusammenschlagen, weil die könnte für uns eventuell einen Faden droppen. Und das wäre mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mal so unlieb, weil ich würde schon gerne angeln. Dann können wir... Au, schau dir das einmal an. Und dann können wir eventuell, wenn es passt... Ja, Faden! Können wir uns eine Angel zusammen... Eine Angel zusammenschustern, verstehst? Und dann können wir unsere ersten Fische fangen. Und dann vielleicht können wir, wenn es passt, uns so einen Bratfisch oder so machen. Ja. Das ist mal mein Plan. So. Den einen wollte ich nämlich behalten, stimmt. Boah, ich traue mich nicht mehr in den Wald rein. Ich habe echt Schiss vor diesen ganzen Skelett-Trotteln, ne? Aber was soll's. Ich muss. Ah, da haben wir schon wieder so einen Creeper-Deppen. Komm her, du Mistviech. Schau, wir haben ihn umgebracht. Muha. Subi. Ein Creeper weniger auf dieser Welt. Wie schön. So. Spitzhacke. Den will ich weg haben. Eigentlich? Der will wieder nicht. Okay. Der braucht was Härteres, meine Lieben. Was Härteres. Ein Busch. Ja, ich hab's gewusst, und nicht mehr so ein Skelettkrippel. Mistviech. Dreckiges. Und dabei wollte ich nur Bäume schlachten. Au, der hat mich schon. Ah, super! Das habe ich wieder ganz fein hinbekommen. Wo bin ich jetzt gelandet? Au. Nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben, bitte nicht sterben. Oh Gott, ich bin schon weg. Bin schon fort, bin schon weg. Tschüss! Horuk. Und drauf mit uns. Ja, ja, war keine gute Idee. Nix gut. Nix gut. Pff. So, Faden. Verstecken. Schwarzpulver. So. Oh, das war wieder keine gute Meisterleistung von mir. Ganz im Gegenteil. Hungrig sind wir auch schon wieder. Mistkerle. Diese Skelette sind echt zum Schreien. Ach ja. Wann ist eigentlich so ein Busch fertig zum Ernten? Ich habe keine Ahnung. Ich habe immer gedacht, es steht schon Essen dabei. Vielleicht muss ich echt noch ein bisschen warten, bis... Vielleicht kommen da wirklich solche kleinen Knödel raus oder so, die dann die Frucht andeuten sollen. Kleine Knödel. Ein verdammter Creeper nach dem anderen. Das gibt's ja nicht. Ich werde echt wieder gleich sterben. Oh oh. Pilze. Ich werde noch eine Suppe essen. Probieren, wenn ich es noch rechtzeitig schaffe. So. Und weg damit. Puh. Ich hoffe, das klappt. Was hüpft denn da unten? Achso, das sind Zombies. Und eine Hexe? Oder nur Zombies? Ich glaube, das ist eine Hexe auch, ne? Diese Misthexen, echt, die braucht ja kein Mensch. So. Ansonsten, schwammeltechnisch habe ich nichts. Es wäre echt schön, wenn man diese Früchte da ernten könnte. Die da. Ich habe echt keine Ahnung, wann die reif sind. Wir heilen auch nicht wirklich, ne? Ist das da unten ein goldener Zombie? Ach, mit der Goldrüstung, ne? Die halten aber was aus, ne? Die halten, glaube ich, richtig was aus. Puh. Wäre aber echt cool, wenn wir den kriegen könnten. Vielleicht hätte dieser Mistfink sogar was für uns. Ich probiere einfach mal mein Glück. Ich bin zwar fast tot. Oh nein, ich probiere nichts mehr Glück. Da unten ist ein Skelett. Ach, ich habe auch kein Glück, ne? Das ist noch eins. Ach du liebe Zeit. Ich bleib lieber oben. Vielleicht verbrennen sie ja. Na toll.
Da hinten ist, glaube ich, noch eins. Mei. Ich hätte die Bäume gleich wegholzen sollen. Die da, zumindest da so eine Schneise rüber, das wäre super gewesen. Wow. Oh, ich bin eh gleich tot. Okay. Ich heile auch nicht irgendwie. Ich weiß nicht warum, obwohl ich gegessen habe. Au. Ich wollte vor der Haustür sterben. Es hat eh keinen Sinn. Ich kann gar nicht so viel essen mehr, weil ich die Sachen einfach nicht habe zum Essen. Ja, sicher falle ich darunter, weil es wieder leckt. Krutze Türken. So, mal schimpfen, dann geht's wieder. So, ich will wieder schleichen. Da bist du Sprint-Taste weiter unten. Was habe ich denn hier eigentlich verloren? Habe ich hier das mitgenommen oder? Na? Ach so. Dab, 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 dab. Meine Güte, hier sich was aufbauen, ne? Das ist ganz schön hart. Ja. Blanche, 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 blanche. Blanche, schwimm, 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 dam, dam, da, dam. So. Ja, du darfst eigentlich hier hüpfen. Ach Gottchen. Diesen Schlammberg, den werde ich auch abbauen. Ich schwöre. Bei allem, was mir heilig ist. Wow. So. Ach du liebe Zeit. So. Ja. Wenigstens haben wir jetzt keinen Hunger mehr. Das war eigentlich der Sinn und Zweck meines ja, Versuches hier. Und den hau ich weg. Na, nicht den da. Das da. Wenn's geht. Jawohl. Ach so, wahrscheinlich kann ich ihn deshalb nicht weghauen, weil noch was drinnen ist. Ja, natürlich. So schlau war ich jetzt wieder nicht. Den kann ich eigentlich auch weghauen, oder? Vielleicht droppen ja Äpfel. Oh, der Baum ist nicht so hoch. Das ist auch sehr schön. Ein paar Setzlinge. Dann können wir hier. Das können wir auch mitnehmen. Vielleicht, eventuell auch ein bisschen Dreck. Da haben wir noch Setzlinge. Was haben wir da noch drin? Schau, eine Blume. So, jetzt kann man den bestimmt wegschlagen. Jawohl, das war das Rätsel des Rätsels Lösung. Wunderbar. Ach du Heilige. Achso, da ist nur ein Creeper explodiert. Okay. Die Spur der Verwüstung. Ich müsste mal da runter, ne? Das liebe Eisen. Das liebe Eisen. Ich habe gar keine Fackel mit, merke ich gerade. Ich sollte vielleicht, bevor ich mir das antue, ein paar Fackeln machen. So. Ach du Heilige. So. So. Wird schon wieder finster? Hör auf.
Na, du Krieper. Du Kriebel. Komme ich hier wieder hoch, wenn ich möchte? Das wäre nämlich vielleicht gar nicht so dumm, dass ich mir gleich mal einen Rückweg baue. Ich hätte ja nur ein kleines bisschen Eisen gebraucht. Echt, nicht mehr. Wirklich, schwöre. Lava, lol. Alter. Aha. Da kommt der, da will der Creeper herkommen. Na, warte. Nachdem es eh schon dunkel wird, ich hau lieber... Oh. Lieber nochmal ab. Hau weg den Dreck. Meine Güte. So, und kommt dann mit neuer Ausrüstung wieder. So. Passt. So. Hüpf, hüpf, hüpf. Oder ist es noch hell? Es ist noch irgendwie hell, ne? Okay. Aber in der Höhle werden wir sicher was finden. Ich habe so die Hosen voll, ne? Tut mir leid. Ja, ich fürchte mich ein bisschen. Ich müsste auch mal wieder zu den Hühnchen gehen. Schauen, ob da wieder Schwammerl nachgewachsen sind auf dem Weg dorthin. Beziehungsweise, ob sie noch ein paar Eierchen für mich haben. So, zum Essen, dann später. Vielleicht finde ich auch noch ein bisschen Gemüse an, was ich so verputzen kann. Das wäre auch ganz, ganz toll. Das wäre sogar sehr toll. Hähnchen, hallo. Ich habe jetzt kein Sämling mit, ne, zum Probieren und Testen. Nö. Halt. Leg, leg, leg. Was haben wir da? Deichhirse. Aha. Ich glaube, so einen Dindentypen kann man auch nicht essen. Ui. Ah. So. Vielleicht ist da oben was nachgewachsen. Oh Gott, ich werde sterben. Oh oh. Oje. Das ist kein guter Ort zum Verrecken. Ich bin schon wieder am Verhungern. Bah, es ist so schwer, ey. Bist du ein Frosch? Was bist denn du? Tatsächlich ein Frosch. Kann man Frösche essen? Oder ist das ein Piranha? Piranha. Piranha. Ich würde doch gerade ein Piranha essen, das wäre mir wurscht. Mist. Das schaffe ich niemals wieder heim. Ich muss jetzt einen guten Ort zum Sterben suchen. Ich habe auch, ich Depp habe auch nichts zum Essen mitgenommen. Weil ich davon ausgegangen bin, dass wir unterwegs was finden. Nee. Ja. Ist ja ein Sumpf, Zocki. Das ist ein Sumpf. Hier, nix, hier kaum was wachsen tut zum Essen. Du kapieren? Ah. Richtig. Ich dachte, das wäre eine Spinne. Ich wollte mir schon meinen nächsten Faden sichern. Irgendwo in die Richtung muss ich mal kurz. Vielleicht finde ich hier noch einen Schwammerl an. Hm. Oder auch nicht. Oha. Okay. Ah, warte. Okay, da wäre es gegangen. Hoppala, Entschuldigung. So. Kein Schwammel da. Schlecht. Dann bringe ich das mal zurück. Und gut ist. So. Viel haben wir wieder nicht gemacht. Meine Güte. Na, ich gehe einfach zurück, mache mir jetzt ein paar Fackeln auf die Schnelle und dann werden wir da den einen Dings da erkunden.
wo wir den Creeper gesehen haben. Was Besseres fällt mir gerade auch nicht ein. Und dann hoffe ich halt ganz dolle, dass wir schnell unser Eisen kriegen und dass wir hier weiterkommen. Habt ihr noch das eine oder andere Ei für mich, ihr braven Hähnen? Nö. Na, also wirklich, du kriegst nichts. Mach dir selber dein Ei. Ja, wenn ich das könnte. Ah ja. Aber die Eier, die ich produzieren kann, die schmecken nicht. Na ja, klar, Zocki, was kannst du eigentlich? Ja, weißt du das nicht? Nix. So wie immer, nix. So, da waren zu Haus. Ich sollte mir da auch vielleicht irgendwas zu markieren hertun. Ach, es ist wieder dunkel. Ich will ein Bett haben. Ich will Eisen, ich will Bett, ich will, ich will, ich will. So. Ich will, ich will, ich will. Marmor haben wir auch schon gefunden, okay. So, wieder ein Haufen Dreck. Ein bisschen Pflasterstein. Noch mehr Dreck. Holz. Noch mehr Setzlinge und eine Blume. Okay. Nichts zum Essen, wie immer. Passt. Dann würde ich sagen, wir verheizen da wieder was. So. Und machen uns wieder ein paar Fackeln. So, da fackeln wir nicht lange rum. Dann machen wir noch ein paar. So und so. Und so und so. Und da vielleicht noch zwei. So, schön viele. So, lala. Dann nehmen wir das mal mit. Während das brutzeln tut. So und so. Tap, tap. Ja. Die ist groß, ne? Ah. Da ist irgendwas rausgehüpft. Was haben wir denn da? Holunderbeeren. Ist das jetzt besser als... Na, das passt schon so. Und einfach den Ding wieder einbauen. Ja. Oh, der hatte keine. Oder wie? Schade. Die Wahrscheinlichkeit ist gering. Alles klar. Zwei. Super. Supi. Wir haben was zu essen. Ja, ich kann mich auch über kleine Dinge freuen. So. So lala. So lala lala. So, 44 Fackeln. Ich würde sagen, wir können hier auch mal Licht machen. So, da, da. Da geht's noch nicht. Da haben wir noch. Okay. Vielleicht so. Und vielleicht hier. So. Und so. Dann müssten sie nochmal genug Licht haben zum Wachsen. Dann müsste es nochmal in der Nacht auch recht gut gehen. Hoffe ich. Na prima. So, wir werden mal was essen, glaube ich. Jam, jam. Passt. Dass wir nicht einen kompletten Hungertod sterben tun. Und dann vielleicht noch eine Spitzhacke. Eine geht sich nämlich noch aus. Da haben wir noch das Material dazu. Sicher ist sicher. So. Zack, zack, zack. Und so. Schwerthammer. Schaufel wäre auch gut. Wenigstens ein paar Holzschaufeln. Ah, du bist normales Holz. Hoppala. Entschuldigung. Warte. Haben wir da vielleicht wenigstens einen Block noch von irgendwas? Marmor wird nicht gehen, ne? Also Marmorwaffen, glaube ich, oder Werkzeuge können wir, glaube ich, nicht herstellen. Haben wir zwei Fäden? Oh, ich werde eine Angel probieren. Braucht ihr jetzt drei oder zwei Fäden? Warte kurz. Warte mal ganz kurz. Angel. Angel brauchte. Nein, nicht das. Das da. Halt.
Zwei. Sehr gut. Sehr, sehr gut. So. Nein, nicht so. Die da. Und so und so und so. Ja, wir haben die Angel. Wie schön, wir können Fische fangen. Boah, ist das cool. Wir können Fische fangen. Jetzt brauche ich nur noch eine Bratpfanne. Ich fürchte nämlich für den Fisch. Wie schaut es eigentlich mit Fisch aus? Mal schauen. Fisch. Was gäbe es denn da alles Schönes? Roher Fisch. Häppchen. Ach so, das ist dann so eine Art Sushi oder was? Kann man auch mit Fisch was kochen? Fischfallenköter. So was gibt's auch. Faden und drei Fische dranhängen. Dann hat man Fischfallenköter. Roher Tintenfisch. Ah ja, da passt schon. Schau mal. Wenn wir einen rohe Sardelle haben oder so irgendwas, ne? Ich hoffe, roher Fisch geht auch. Dann können wir das mit irgendwas. Ich hoffe, man kann dann da irgendein Holz nehmen. Schmelzen. Gebratener Fisch. Ich hoffe, das geht auch so ganz normal im Ofen. Das wäre super. Dann haben wir schon mal was zu essen. Zumindest Zumindest ging das früher so. Gartensalat. Orange Paprika, ne? Und ein gebratener Fisch würden Fisch-Wrap ergeben. Boah. Gibt es mehrere Varianten? Ah, da kann man mehrere Sachen geben. Aha. Boah, da können wir tolle Sachen kochen. Gekochter Tintenfisch. Ah, das wird schon. Das wird schon. Es muss nur noch Tag werden, dann können wir auch schon mal fischen. Freilich sind das nicht die letzten Fäden, die wir brauchen. Wie gesagt, wenn man. Aha, ist schon wieder am Lecken. Bist du schon wieder am Lecken? Leggy, leck, leck, leggy, leck. Weil dann müssen wir nämlich den Shader reinhauen und wieder weg, weg, weg. So. Ich könnte mir jetzt auch ein Herz fassen, ne? Wachst du schon nach? Die Blume aus Versehen wieder mit weggerissen. Wächst hier was nach? Schaut so fertig aus. Nicht wirklich. So. Jo, wir könnten eigentlich runtergehen und unser Glück probieren. Ich bin am Überlegen, die Angel da zu lassen. Genauso wie den Marmor. Das Zeug. Ja, den können wir theoretisch mitnehmen und die Fackel brauchen wir eh auch. Dann werde ich auch gleich mal hier. Fackel. 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 So ein paar Fackeln machen, dass ich auch weiß, wo unser Zuhause ist. War zumindest schneller dorthin dann gelange. Oder warte, machen wir es lieber hier. So. Gut, dann versuchen wir unser Glück. Ich glaube, das Loch war da drüben. Das Loch. Oh. Oh je. Ja. Ich glaube, ich lasse das lieber. Ich muss immer warten, bis es hell ist. Boah, du Saukerl. Mistkerl, elendiger. Halt! So. Wie die mich immer umbringen wollen, ich tue denn ja gar nichts. Dieser fiese Fiesling. Ich komme nicht mal mehr zum Buddeln, ey. Wow.
So, aber jetzt glaube ich. Jetzt ist die Sonne da, jetzt haben wir eine Chance. Hoffe ich halt. Verbrenne! Schau, wie der mich erschießen will. Komm rauf. Na komm. Draus die eh nicht. Au. Ich hätte meinen Mund halten sollen. Ba, 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 ba. So. Die Höhle haben wir mal gefunden. Das ist ja schon mal was. Wow, langsam, langsam. Nicht so hastig, Jacqueline. Sonst kotzt du wieder. Wow. So. Blub. Aha, da geht's noch weiter. Okay. Hacke spitz. Eisen! So. Dann nehme ich sicherheitshalber die Steinspitzhacke. Ich will nicht das Eisen kaputt machen. La. So schnell geht's mit dem Eisen. La da da. Da 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 dam. Nur zwei Stück? Na, besser zwei als nix. Dann könnten wir schon mal unsere Harke machen. Na? Da 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 da. Ba, 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 ra, ba, ram. So, schön kaputt hauen. Da ist noch ein bisschen was. Blip, blip, blip. Blip. Blip, blip, blip. Boah, ich freue mich. Bisschen Erz. Erz. Eisen. Eisenerz. Ich mache da noch ein bisschen was kaputt. Vielleicht versteckt sich hier noch was. Alter, schreck mich nicht. Ich hab gedacht, da kommt ein Dings. Zombie. Das könnt ihr doch nicht machen mit mir. So. So. Boing. Boing. Boah, da geht's tief runter. Warte. Hacke spitz. Dafür brauchen wir die wieder. Unheimlich, ich höre irgendwas. Boah, ist das gerade schier. Alles ist ein Schleim, oder? Warte. Das ist. Boah, mir trifft gerade der Schlag, ey. Der ist da irgendwo in der Wand. Ich hoffe, der kommt nicht durch. Wir haben Erz, oh wie schön. Wir haben Erz. Mei, das gefällt mir so. So, Eisenspitzhacke, da la la. Eisenspitzhacke, da la la. Da 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 da. So. Da noch ein bisschen Kohle. Vielleicht ist hier noch was versteckt. Was bist du eigentlich? Steinsalz. Aha. Okay. Ja, du hüpf. Du hüpfi hüpf. Was haben wir da noch? Schöne Kohle, Kohle, Kohle. Kohle, mehr von Kohle. Ramdi-dam-di-dam, da-dam. Kohle ist so fein, dra-ra-da. Da-da-ram-da-dam-dam-dam. So. Schön mitnehmen. Ich nehme das Ganze mal mit. Ich weiß, Kohle gibt es, glaube ich, viel zu viel, ne? Eigentlich, oder sagen wir so, ausreichend. Aber ich habe die Kohle eigentlich immer gerne gesammelt fürs Handeln. Ich weiß nicht, ich mag das so gerne mit den Dorfbewohnern zu handeln. Wahrscheinlich ist es eh recht überflüssig, aber mir hat es trotzdem Spaß gemacht. Oh ja. So, hier haben wir noch was. Dann werden wir mal gut die Beute heimtragen. So, ein bisschen mehr Platz machen.
Tap, 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 tap. Tap, 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 tap. Dann werden wir noch ein bisschen Holz sammeln, weil ich möchte gerne unseren Garten einzäunen, beziehungsweise, jawohl, einzäunen wäre gut. Oh, ich glaube, es wird dunkel, ne? Ich bin bestimmt schon wieder zu gierig. Boah, ich bin gerade so froh, es leckt nicht. Oder wenig. Ich glaube, es leckt gar nicht, ne? Die Hake ist einfach nur etwas, also die Spitzhacke ist einfach nur etwas langsam, weil es halt nur eine Steinspitzhacke ist. Boah, darüber noch und sammeln. Blub, 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 blub. So, eigentlich. Blub. So. Da unten gibt es auch noch was. Du liebes Bisschen. So. Aha. Hier geht's tief hinab. Alles klar. So, hüpf, hüpf. Dann haben wir hier gefährliche Lava. Boah, da geht's überall weiter. Da drüben ist auch noch... Ah, Eisen! Ich lecke. Es leckt gerade was. Oh. Aha. Eisen. Das brauche ich unbedingt mit. Halt. Da. Wir brauchen Eisen. Ja, so viel. La, 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 la. Das werden wir schmelzen zu schönen Waren. Und da machen wir was Feines draus. La, la. Warte, ich sammle es mal ein. Ich habe so Schiss, dass da ein bisschen Lava oder so ist. Na, Fledermäuschen, alles gut? Oh, der Part ist zu Ende. Na gut, ihr Lieben. Dann würde ich sagen, wir beenden den Part hier. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend, je nachdem, wann ihr dieses Video hier schaut. Und ich hoffe sehr, dass euch meine Parts noch gefallen, beziehungsweise überhaupt gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!